So, da bin ich wieder. Also, offenbar findet das Gefecht tatsächlich außerhalb der Siedlung statt. Und das heißt, können wir uns das eigentlich angucken? Geht das? Ja, nee, geht nicht. Schade. Man sieht da hinten die Siedlung. Okay, das können wir uns leider nicht angucken. Aber wir können uns mal die taktische Karte, beziehungsweise können uns mal anschauen. Okay, wo kommt die Verstärkung her? Die kommt also da von der Seite. Im Moment müssen wir hier Leon Coeur, müssen wir hier stellen. Den müssen wir möglichst schnell platt machen. Wir könnten eigentlich versuchen, die Armeen mit der Truppe hier schon frühzeitig fertig zu machen. Der rechnet uns ja sehr gute Chancen aus, vor allem weil da ja noch eine zweite Armee von hinten quasi direkt noch ankommt. Schauen wir uns das jetzt erst einmal an. Wir nehmen mal erst einmal unsere Nahkampflinie. Oh Gott, ich sehe gerade, wir haben nur die Kampfmädels da. Ja gut, ist an sich okay. Ich meine, die Azrael-Speerkämpferinnen, Alter, die Mädels, die werden richtig rasieren. Also, die sind rasiert. Entschuldigung, der Witz war schlecht. Nee, also die Mädels hier kommen auf die 1. So. Also, die gucken wir uns alle gleich noch an. Ich muss echt sagen, mir gefällt das, dass wir die uns so nah angucken können. Hier, Damian von Kiefernfeld. Was bist du eigentlich? Du bist ein Hybridwaffenspezialist, du bist Fechtmeister. Okay. Und ein Waldjäger. Sehr gut. Du hast, warte mal, Waffenstärke, Nahkampfangriff 69, das ist solide, ja. So, jetzt mal verglichen, jetzt hier zum Beispiel, das ist schon wesentlich besser. Du hast 35 Munition und machst sogar magischen Schaden, das ist sehr gut. Du kommst jetzt einfach mal trotzdem zur Nahkampftruppe mit dazu. So, an die, ich weiß nicht, in die Mitte oder an die Seite? Ja, genau. Ich glaube, so passt das eigentlich, so in die Mitte. Genau, der kommt auch auf die 1. So. So. Die Waldgarde hat ja insgesamt eine ganz gute Reichweite. Ihr kommt dahinter hin. Warte mal, so irgendwie. Obwohl, ihr seid nicht ganz so viele, gell? Deswegen kann man das so ein bisschen weniger, damit das nicht so gezerrt aussieht. So, okay, ihr kommt auf die 2. So. Und jetzt kommen die ganzen Wildreiter. Die sind richtig episch. Wollen wir die hier hinsetzen? Können wir da eigentlich jetzt mal sehen, was da steht? Oder sind die alle im Wald? Ich glaube, ich stehe im Wald. Wo sind die denn alle? Sehe ich die jetzt nur nicht? Warte mal, obwohl, jetzt wo wir gerade sehen, da ist ein Wald. Es wird sich natürlich anbieten, die Jungs da direkt am Wald zu platzieren, damit wir da möglichst schön flankieren können. Das wäre natürlich schön. Mal gucken, was da so. Ja, könnten wir so machen im Prinzip. Die kommen auf die 3. So, jetzt machen wir mal Gefecht starten. So, jetzt verschaffen wir uns mal einen groben Überblick. Was steht denn, was sehen wir denn da überhaupt? Da sehen wir ein Feldtrebuchet. Okay. Ich würde sagen, die, steht. Warte mal. Ihr seid versteckt? Warum seid ihr denn versteckt? Na gut. Ich würde mal sagen, ich befehle der Truppe im Allgemeinen einfach mal vorzurücken. Genau. So. So, es nähert sich feindliche Unterstützung von ganz weit hinter den Hügeln. Okay, soweit so klar. Gut, jetzt gucken wir uns an, was ist das denn hier? Das sind Landsknechte mit Stangenwaffen. Sage ich mal so, macht tendenziell Aua. Muss nicht unbedingt sein. Jetzt gucken wir uns das mal an. Lassen wir die Jungs da erstmal durchgehen. Mal gucken, was man hier so sehen kann. So. Wer kommt von da hinten? Eure Truppen haben. Oh, warte mal, was? Meine Truppen haben versteckte. Wen habt ihr denn aufgedeckt? Sehe ich da was? Ach, die feigen Pisser haben sich im Wald versteckt. Jetzt erkenne ich das erst. Okay. Super. Dann würde ich mal sagen, Mädels, rückt einfach mal dort. Ah, da seid ihr ja. Rückt da einfach mal vor. So. Okay. Das sind die Bogenschützen. Wir könnten da eigentlich kurz mal versuchen, drüber zu raiden, oder? Ich meine, eigentlich solltet ihr die Mühe los wuppen können. Zumindest die Bogenschützen. Das Zweierkommando sollte sich jetzt auch mal beeilen hier. So. Wir könnten es probieren. Feigen Schweine. So. Zieht euch mal zurück jetzt. Zieht euch mal zurück. So, ihr kümmert euch um die Bogenschützen. Sehr gut, sehr gut. Ihr macht hier jetzt erstmal die Bogenschützen weg. So.
Oh, warte mal. Die ganzen... Ah, da kommt unsere Truppe. Ah, jetzt hat Mädels, Mädels, es gibt was zu tun. Es gibt was zu tun. Ah, sehr schön. Jetzt sehe ich das endlich mal hier. Jungs, 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 alles ganz entspannt. Rein da. So, jetzt können wir die... Oh, wunderbar. Wir können die richtig schön von allen Seiten können wir die jetzt angreifen. Jetzt kommt hier mal der totale Frontalangriff. Das sieht halt immer super episch aus. Und ja, egal. Die Bogenschützen habt ihr eh weggeradet. Ich würde halt vorschlagen, dass ihr euch dann jetzt halt mal hier so umgruppiert und dann... warte mal, ging das nicht mit Alt, dass man da so eine, dass man da so eine Kampflinie zieht? Warte mal, ich muss das mal ausprobieren. Nee, das geht... Warte mal, ging es mit Steuerung? Das ging auch nicht. Mit irgendwas ging das. Der, warte mal kurz. Gehe ich jetzt mal kurz in die Optionen, in die Steuerung. Ich möchte, wollte noch mal wissen, wie das ging. Kampagne, Gefecht. So, Gefecht. Kamera verlangsamen? Nö, wollte ich nicht. Steuerung, Gruppierung, Nahkampfmodus, Einheitengeschwindigkeit. So, Breite der Truppe erhöhen. Gruppe rückwärts, Gruppe links, Gruppe rechts. Gruppe erstellen. Nein, 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 nein. Abteilung kehrt. Auswahlsteuerung. Alle Artillerie, komplette Kavallerie auswählen. Gefechtgeschwindigkeit, Einstellung der Benutzeroberfläche. Verdammt nochmal, wo war das denn? Warte mal. Was? Einheitenkamera entfernen. Ah, okay, entfernen. Ist auch ganz interessant. Halte Alt gedrückt. Halte Alt gedrückt und macht einen Rechtsklick. Halte Steuerung gedrückt. Halte beim Rechtsklicken die Umschalttaste. Ah, die Umschalt... Warte mal, was war denn Umschalttaste? Um einen Bewegungspfad. Ah, Umschalttaste. Ist das nicht Enter? Ist damit nicht Enter gemeint? Warte mal kurz. Umschalttaste. Warte mal. Sag mal, wie ich das hasse. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich. So funktioniert Umschalttaste. Ich Idiot. Natürlich. Ah, perfekt. So funktioniert es mit der Zangenbewegung ja gleich noch viel besser. Ja, siehst du, man lernt nie aus. Ja, nee, Quatsch. Natürlich ist Umschalt nicht Enter. Ich Idiot. Aber ihr wisst, dass ich da nicht unbedingt immer gleich sofort ganz firm bin. So. Okay. Das wird geil jetzt, Leute. Das wird geil. Und gucken wir uns kurz nochmal an, wo bleibt denn deren Unterstützung? Sieht man die irgendwo? Nö. Tja, Leoncoeur, ich habe so die Befürchtung, du wirst hier alleine sterben. Aber okay, macht nichts. Jetzt glaube ich, können wir mal... Ich weiß nicht, wollen wir uns ein Bataillon der Mädels angucken, wie die kämpfen? Wie war das jetzt gleich nochmal? Entfernen, Steuerung Alt, entfernen, habe ich doch hier irgendwo. Ah, so, genau, jetzt könnten wir uns in dieses Mädelbataillon versetzen. Ach komm, das machen wir gleich mal, oder? So. Komm, let's battle. Oh, sind die cool. Ach, ist das cool gemacht. Oh, die haben Bock. Richtig rein damit, Mädels. Alter, haben die Bock. Das ist ja mal die geilste Kamerafunktion ever. Warum probiere ich das vorher nicht aus? Alter, kriegen die aufs Maul da, die Bauern. El Comandante, geht's Ihnen gut? Oh, Damian geht's gut. Oh, Mädels, ihr macht das gut. So, entfernen war hier. Richtig, so, jetzt können wir mal wieder auf normalen Kampfmodus umschalten. So, Moment, da kommen nochmal Unterstützungstruppen, aber ich habe ja so die Befürchtung, dass da nicht mehr viel Hilfe kommen wird. So, da kommt die Bauernhorde. Na gut, ihr könnt ja euch ja jetzt von mir aus mal um die Landsknechte kümmern. Der Rest, Alter, die Mädels machen richtig krass Alarm. Ich würde mich wieder in so ein Mädchenbataillon versetzen. Vielleicht gegen eins, das gerade irgendwie mal ordentlich was zu tun hat. Wie sieht's denn hier überhaupt aus? Könntet ihr euch mal mit eurem Feuer auf den Leoncoeur konzentrieren? Ich glaube, der könnte noch Ärger machen. So, warte mal, komm. Dann gucken wir uns mal an, wie sieht's hier im Wald aus? Ich glaube, Waldkampf ist ein bisschen spannender. So, hier, genau. Entfernen. So, dann gehen wir auf die Kamera mit den Mädels. Ab dafür!
Alter, ist das... Die haben richtig Bock, Alter. Batz! Die mit den Stangenwaffen hier, das ist... au, das tut weh. Immer feste drauf, Jungs und Mädels. Rein da, Batz! Richtig heftig. So, wir werden bei denen allen das jetzt mal durchskillen. Rein da. Da, die machen das gut. Guckt euch die an, Alter. Die haben richtig Bock. So, der Sieg ist nahe. Und da kommt noch eine Truppe, sehe ich hier gerade. Achso. Verdammte Einheitenkamera. Was kommt denn da noch? Was sehen denn meine Augen? Da kommen... da kommt der Treuherz. Mit ein paar anderen Leuten. Na, das ist ja niedlich. Was macht der Leon Körder eigentlich? Wo seid ihr Mädels überhaupt? Ach, wie ist denn der Leon Körder reingekommen? Interessant. Okay, die Mädels haben die... Alter, die haben die ganze Bauernhorde platt gemacht. Das sehe ich jetzt erst. Okay, super. Ihr macht das gut. Ihr habt die hier alle vernichtend geschlagen. Das gefällt mir schon mal. Wie geht's unseren Reitern? Was macht ihr da? Bitte überrennt die mal schön. Beziehungsweise natürlich nicht alle. Ein Bataillon kann sich auch ruhig um die scheiß Schleudern da kümmern. Die habt ihr alle hier in Grund und Boden geritten. Das gefällt mir sehr gut. So. So, geht's euch gut, ja? Kriegt er den? Alter, der kriegt richtig auf den Sack. So, ja, Wunder, natürlich casten die Spells, aber ihr könnt das noch besser. Bringt ihn um! Bringt ihn um! Kriegt er das hin? Sehr gut, sehr gut. Boah, Alter, geht der runter durch Pfeile, das ist richtig sick. Au. Ich glaube, die bleibt liegen, die Arme. Ja, der feindliche Kommandant ist verwundet und damit sollte das Ganze auch entschieden sein. So. Na, komm. Wutz, sehr gut. Oh, Alter, jetzt gibt es hier gerade echte Frame-Einbrüche. Was soll das bitte? Jetzt gerade, wo es spannend wird, verdammte Scheiße, was soll das denn? Hilfe. Ich will jetzt keine Frame-Einbrüche haben, gell? Das wäre jetzt ziemlich kacke. Ja, ist okay, wir auch. Aber ernsthaft jetzt mal, was soll die Performance hier gerade? Das gefällt mir nicht. Aber man sieht, dass unsere Mädels das alles locker alleine schaffen. Und wo bleibt verdammte Scheiße unsere Verstärkung? Oder ist hier immer noch das Einheitenlimit das Problem? Ich vermute schon mal, oder? Natürlich wird das Einheitenlimit da ein Problem sein, weil... soweit ich das einschätzen kann, gibt es, glaube ich, ein Limit von 20 oder was? So, der feindliche Kommandant ist tot. Sehr, sehr schön. Alter, ist das geil. Die machen da... Oh, die sind auch so gut, die Speerkämpferinnen. Guckt euch das an. Hier, entfernen. Einheitenkamera. Wuhu. Da, die beeilen sich hier richtig gerade. Und die sind auch noch... Oh, die sind auch noch schneller. Jagt sie fort. Macht sie fertig. Oh Mann, die Bogenschützen tun mir irgendwie leid. Die werden hier richtig, richtig in den Rücken gestochen. Hier mit dieser langen Doppelklinge da. Oh, das... Alter, 8 Leute nur noch. Die haben die jetzt hier komplett nass gemacht. Ach du Scheiße, die haben die komplett nackig gemacht. Da bleibt ja gar nichts übrig. Aber wo sind denn da noch... Sind da überhaupt noch Truppen? Oder... Hä? Wo sind denn da noch überhaupt welche? Hier ist doch alles tot. Oder sehe ich hier wieder nur was nicht? Ach, da kommen noch welche. Ihr Pisser. Was soll das denn? Gralspilger, fuck. Seid ihr müde? Nee, ihr seid begeistert. Und aktiv seid ihr auch noch. Alter, was denn los?
Boots. Entfernen, Einheitenkamera. Für Orion. Ach du lieber... Ach du Scheiße, warte mal kurz, da muss ich kurz mal die Einheit nur aufstellen. Shit, da kommt jetzt die zweite Armee. Sag mal, willst du mich eigentlich komplett verarschen? So, dann geht mal da nach vorne. Damian, du gehst natürlich hier auch mit. Oha, aber gut, dafür schlagen sich die Mädels eigentlich ziemlich gut. Dafür, dass das jetzt hier gerade so ausartet. Dead escalated quickly. Hilfe. Okay, aber unsere Reiter machen insgesamt auch wieder einen guten Job. Oh, die Mädels sind ziemlich angeschlagen, wie ich sehe. Die Wildreiter sollten jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, dass sie hier nicht voll in ihren Tod rennen. Aber im Moment sieht das gut aus. So, entfernen. Okay, die Landsknechte kriegen aufs Maul. Sehr gut, sehr gut. Auch die Landsknechte, die haben mal keine Chance. Die Mädels, Alter, die machen eine richtig saftig gute Arbeit. Und Batz, nochmal aufs Maul. Macht sie fertig. Oh, ist das awesome, Alter. Ist das awesome oder was? Ach Gott, dafür liebe ich Total War Warhammer einfach. Die Kampftänzerin. Und da kommen jetzt noch die Waldreiter von der Seite. Batz, so richtig heftig reingelötet, die Säue. Ist das geil oder was? Ja, das halten die natürlich nicht aus hier. Gehen wir mal auf die Wildreiter. So. Oh Mann, ist das episch oder was? Und rein. Alter, werden die einfach umgeritten hier. Und Alter, werden die umgenatzt. Das ist ja sick. Und damit ist das der Sieg, meine lieben Freunde. Ein, ich würde sagen, glorreicher Sieg, wie er im fucking Buche steht. Das ist ja grandios. Und mir gefällt die Kamera übrigens. Ich habe das nie vorher gemacht. Warum eigentlich nicht? Das ist die coolste Kamera, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. So, Riders, warte mal, so. Oh, guck mal. Oh, die Reiter, die sind einfach cool. Aber okay, ich würde mal sagen, jetzt, obwohl, warte mal, wollen wir die Leute... Komm, verfolgen wir die noch. So, wir werden die jetzt hier alle richtig schön verfolgen. Sehr geil, sehr geil. So, und da richtig downriden hier die Scheiße. So, richtig, richtig niederreiten hier auf der Flucht. Das muss, so muss das laufen. So muss das sein. Fegt sie von der fucking Karte. Ach, ist das geil. So, davon könnt ihr jetzt hier eure Großvätern erzählen, falls ihr das überlebt. So, ich glaube, damit sollte es das auch gewesen sein, oder? Alter, die Armen, hä? Das tut einem direkt leid. So, ich glaube, das war's, oder? Damit sind die letzten Einheiten von der Karte gefegt. Diese Wildreiter sind awesome, Alter. Warum hab ich die nicht viel früher so eingesetzt? Die reiten ja die Gegner da nieder wie nix. So, jetzt gehen wir mal auf die normale Cam. Ich glaube, da sollte eigentlich keiner mehr auf der Karte sonst so aufzufinden sein. Alter, guckt euch das an. Obwohl man sieht hier natürlich auch, ne? Hier Bretonen und Elfen geschlagen im Gras. Aber wir haben das Ganze gewonnen. Und mit einer Armee gegen, ich weiß nicht, zwei? Oder waren es sogar alle drei? Ein entscheidender Sieg war es auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Ich glaube, ich werde diese Einheitenkamera öfter verwenden. Das war jetzt auf jeden Fall ein schönes Gefecht. So, alter Falter, das war ja mal richtig geil, ne? Wir haben hier nur mit Armee gekämpft. Scheinbar gab es da eine Platzbegrenzung oder was. Das habe ich aber auch schon mal mitgekriegt, dass das der Fall ist. Und ja, ihr seht, die sind mit über 1800 Mann angetreten und haben einfach mal über 1300 davon verloren. Richtig heftig. Und im Übrigen,
die größten Abräumer war zu einem hier das erste Bataillon der Kampftänzerinnen mit dem Banner. Und die allergrößten Abräumer, jetzt muss ich gerade mal schauen, wer das war hier von den Leuten hier. Genau, hier, mit 192 Toten, die Wildreiter hier. Die waren richtig sick. Wisst ihr, was mir an der Armee so gefällt? Das ist der totale Damage-Dealer. Wenn du auf so eine Armee triffst, dann geht es gar nicht ohne Verluste ab. Also, selbst wenn du diese Armee besiegen solltest, du machst Riesenverluste, weil diese Einheiten alle wahnsinnig viel Schaden machen. Die hier sind mit lauter Schrott angetreten und haben hier gerade gnadenlos kassiert. Das war jetzt richtig geil und ich bereue es nicht, dass ich das selber geschlagen habe. War auf jeden Fall sehr, sehr lustig. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt hier mit der Siedlung da? Niederreißen lohnt sich nicht, holen wir es uns selber, oder? Rein da! Anything is possible. So, der von Kiefernfeld. Ich merke gerade, natürlich kriegt jetzt hier die Grafikkarte, wollte ich gerade sagen. Nee, die Kamera hat da gerade ein bisschen Probleme gemacht. So. Wie sieht's hier sonst aus? Ja, du bleibst jetzt mal kurz da und ruhst dich ein bisschen aus. Und Orion macht den Rest. Master of the Wild Hunt. Oh, jetzt kommt der da nicht hin. Highborn. You have orders? I bring pain. Oh Mann, jetzt kommt der da nicht hin, der Depp. Okay, macht aber nichts. Du? Du könntest jetzt mal Marienburg belagern. Why not? Na? Bin gespannt, was sie mir für Aussichten bescheinigen. Wenn ich mal... Oh, da, wie erwartet, da steht halt nur Schrott drin. Deswegen, wie viel bräuchte ich dafür an? Ach, ich bräuchte nur einen. Okay, weiß nicht. Will ich einen Belagerungsturm? Könnte ich machen, aber nö, im Zweifel nehme ich lieber einen Rambock. Komm, wir setzen Belagerung fort. Ja, in einem Zug können wir das eh automatisch machen, dann ist das hier durch. Ich denke mal, das ist ja hier die letzte Armee. Also sollte er das hier angreifen. Hier. Gisorö oder Grunkzind, obwohl da kommt er ja nicht hin. Aber da hier überall Wegsteine stehen, ist da eine Garnison drin, gegen die er nicht ankommt. Das ist perfekt. Das war jetzt perfekt eingefädelt. So, was können wir jetzt hier machen? Wir können das ausbauen hier, richtig? Jawohl, sehr gut, so muss das sein. Und hier können wir jetzt mal ein bisschen upgraden, nicht? Sehr schön. Ihr steht vor dem... Ey, komm! Weil ich jetzt hier wieder irgendeinen Scheiß... Ja, ich dachte mir schon. Weil ich jetzt irgendeinen Scheiß upgraden wollte, geht das jetzt hier nicht, oder was? Ah, okay, mein Agent ist noch am Rumfliegen, das ist klar, das war zu erwarten. Jetzt, ernsthaft mal, die Performance kann jetzt bitte wieder besser werden. Die war doch gerade eben noch so gut. Jetzt lass mich bitte nicht im Stich. Ja, natürlich haben die Bretonen jetzt ganz, ganz doll Schiss. Machen sich in ihre Höschen. Das wundert nicht wirklich. Das war klar. Die Ostmark wurde ausgelöscht. Oh nein, die wilde Jagd beginnt. Die Armee des kommt nun in den Genuss der Effekte der wilden Jagd. Okay. Nun, toll, jetzt haben wir da noch ein negatives Wachstum. Super. Jetzt, Moment. Okay, du hast hier noch einen Job zu erledigen. Dann lasse ich dich mal in Ruhe. Gehen wir mal kurz auf die Diplo. Mal schauen, wie es mit den Vampirfürsten denn mittlerweile aussieht. Ihr habt uns ganz, ganz doll lieb. Sylvania greets thee, friend. Das wird immer noch nichts. Egal, macht nichts. Ihr seid Rang 6. Ah, sehr gut. A true diplomat can hide much behind a silver door. Ist gut, ärger dich nicht. Was ist mit euch? Greetings. All you civil. Nix. Okay. Was ist mit euch? Ihr mögt uns doch eigentlich, oder? Greetings. We may not. Okay, nix. Vergesst es, ist egal. Super. Also, die Nordoffensive geht weiter. Jetzt holen wir uns erstmal Marienburg. For the Kadai. Komm, hier automatisch. Seht ihr, 39 Truppen verloren. Ist ein absoluter Witz. So, niederreißen so viel Geld. Geld. Ja, komm. Reiß die Kacke ab. Can I offer assistance? Ja, jetzt frage ich mich gerade, will ich das Ding... Warte mal, obwohl es ist eigentlich keiner in der Nähe, der da noch was machen könnte, ne? You need me? I concur. Lady of... Gut, dann bleib mal unter Tage, würde ich sagen. So, jetzt schauen wir uns mal an. What do you need? Ja, wir könnten eigentlich im Prinzip könnten wir das Ding angreifen, ne? Und fertig machen. Lord of the Asrei. So. Ah, da ist er ja, der Leonkör. Oder?
Ah nee, der lebt ja nicht mehr. Ups. Gut. Dann holen wir uns mal Lioness. Sind wir überlegen. Das ist ja Wahnsinn. Aber das sieht man halt. Wir haben halt keinen Schrott mehr drin. Wir haben jetzt richtig gute Truppen. Was ist hier? Banner der ewigen Flamme. Verstärkt. Macht Feuerschaden? What? Ey, komm. Den Spaß gönnen wir uns für die Jungs. Ja, wollen wir, wie sieht's denn aus? Ein Rambock oder... Ja, im Zweifel lieber ein Rambock, ne? Alter! Das ist ja völlig OP. Okay. Also, Marienburg ist abgerissen. Jetzt gehen wir mal auf den Rest drauf hier. Felshallen von Findol. Dann machen wir mal den hier. Und dann machen wir den hier. So, genau, da wird das alles mal schön ausgebaut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kriegen wir da noch was hin? Nee, nicht wirklich. Wir könnten allenfalls demnächst eine neue Armee aufstellen, aber das machen wir mal bei Gelegenheit hier. So, Damian von Kiefernfeld kriegt noch einen Punkt. Der Gute, was kriegt er denn? Was kriegt er denn? Was haben wir ihm denn bis jetzt noch gegeben gehabt? Achso, ein Riesen... Achso, verfügbar nach Freischalten von Elfenross? Ach komm, das will ich aber nicht. Ist ja aber blöd, da muss ich ja Punkte drauf verschwenden. Warte mal kurz, dann Köcher der Natur. So. Silvia von Eichenwald kriegt auch noch einen Punkt. Ach, die Gute kriegt auch noch was. Undurchdringliche Rinde. Ja, komm hier. Hol dir. So. Next round. Unsere Erinne, die geht da ein bisschen... Oh, da sehe ich gerade die Truppe des Chaos. Was soll das? Ah, er sammelt seine Truppen. Ah, gar nicht so unclever. Aber ich fürchte, es wird ihm leider herzlich wenig bringen. Jawohl. Asrai Asodrucii. Nein, wir lehnen die Audienz ab. Ich kann jetzt hier keine negative Beliebtheit gebrauchen. So, jetzt gucken wir mal. Wie sieht das denn... Entschuldigung. Ich habe jetzt so gelispelt. Jetzt bin ich gerade überlegen. Will ich dich... Ja, komm hier so zurück. So, wunderbar. Wie sieht das denn jetzt aus? Was steht denn da? My lady will not allow it. Da steht Schrott. You dishonor me. Da steht auch Schrott. Und da drin steht erst recht Schrott. Bis auf die Gralsritter da. Aber jetzt mal im Ernst. Okay, gut, das sind drei Armeen. Das ist heftig. Lord of the Forest. Naja, gut. Wir hätten sehr viele Bogenschützen schon da. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Aber wir sind halt mit der Truppe jetzt hier zum Beispiel deutlich defensiver ausgerichtet. Ja, jetzt mal abwarten hier. So, machen wir das mal weg hier. Wunderbar. 26 Truppen verloren. Das ist halt nichts einfach. Oh, Geld. So viel Geld. Lecker. Ja. Da macht uns eh keiner Konkurrenz. So. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns das hier noch. Oh, wunderbar, Ski. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Komm, hier. Das ist halt echt Mobbing, was wir gerade hier machen. Das ist wirklich bitter. Das ist richtig bitter. Aber so viel Geld. Wie sieht's diplomatisch aus? Vampirfürsten, kann man jetzt mal mit euch was anfangen oder nicht? Greetings. Now stand before. Ach, Nervensäge. Okay, es wird sich wahrscheinlich... Ich weiß nicht, welche Umstände eintreten müssen, damit wir mit denen irgendwas machen können. Egal. Sollte uns jetzt jedenfalls Bretonia angreifen, dann werden sie ziemlich eine heftige Tracht Prügel bekommen. Ah, sie ziehen sich auf ihre Hauptstadt zurück, kann das sein? So, Haarknoten und Co. So, das wollen wir doch jetzt mal sehen. Also... Dann hol dir mal... Warte mal, was steht da? Ah, da steht wieder nur Scheiße drin. Klar, das war zu erwarten. Das ist interessant. Das ist gar nicht so... woran liegt das denn? Okay, gut, du hast halt nicht so... Obwohl, du hast auch viele Bogenschützen drin. Wo ist jetzt da das Problem? Ich meine, das ist alles Schrott. Die haben alle kein Schild. Die werden alle fallen, wie die fliegen. Gut, die Gralsritter, schon heftig, aber auch verkraftbar, da wir hier beispielsweise Speerträger haben.
Nee, also warte mal hier. Was könnten wir jetzt hier machen? Ach so. Könnten entweder Belagerungs... Ja gut, wir können es auch so machen. Dann brauchen wir halt zwei Züge oder wir machen zwei Rammböcke. Nee, gut, ist egal. Komm, Belagerung. Da setzen wir die Belagerung fort. Wunderbar, das kriegen wir hin. Dann würde ich sagen... Blood for Cain. Das machen wir automatisch. 27 Leute verloren. Ist wieder denkbar lächerlich. So, eine strahlende Flagge. Yay, sehr gut. Und du, mein werter Herr. Obwohl, du gehst jetzt mal da nach vorne. So. Ja, wie gesagt, die ganzen Gebiete holen wir uns dann, wenn Bretonia vernichtet ist. Das ist gar kein Problem. Und, ja, das sieht gut aus. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Lasst euch da nichts erzählen. Helden rekrutieren geht im Moment nicht. Na gut, macht auch nichts. Sonst, Orion kriegt noch einen Fähigkeitspunkt. Ja, wunderschön. Da haben wir ja schon alles. Jetzt können wir endlich mal ein wenig in die Kampffähigkeiten investieren. So, was wollen wir denn? Wollen wir ihm Nahkampffähigkeiten verschaffen? Was hat er denn überhaupt? Der hat eine Führerschaft von 100, das ist schön. Aber Nahkampfangriff 70, okay. Die Waffenstärke... Ja gut, er hat eine Reichweite von 140. Geschossschaden, oh. Okay, der Schaden durch rüstungsdurchdringende Geschosse. Ah, okay. Geschossschaden 31. Naja gut, das Ding ist, er hat 13 Munition. Endloser Köcher, Munition plus 10%, plus 20%, plus 30%. Naja gut, ich würde sagen, wir munitionieren ihn jetzt erst einmal ein bisschen auf. Schaden kann es ja nicht. Und das kriegen wir dann schon hin. So, Bretonia. Na gut, mal abwarten, was da noch passiert. So. Protector of the Oak. You need me? So, der werte Damian von Kiefernfeld geht da mal in Stellung. Und das wollen wir doch jetzt mal sehen. Hm? Oh, ist das bitter. Was ist hier drinne? Oh, Biedenhänder-Infanterie und Gralsritter nicht zu knapp. Sogar Pegasus-Ritter, na endlich mal vernünftige Truppen als Gegner. Was soll das hier? Und ich dachte mir schon, hier kommt gar nichts Gescheites mehr. Ja gut, von mir aus. Ich meine, wir können noch theoretisch warten, bis das zu Ende geht, aber... Warte mal... Ah, okay. Na gut, dann machen wir halt so, da können wir zwei Runden. Die zwei Runden können wir eh warten, das ist kein Problem. Wie sieht das denn hier aus? Ah, okay. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ah, okay. Dann warten wir noch eine Runde, dann können wir nämlich da stürmen mit einem Belagerungsturm und so weiter. Belagerung fortsetzen. So, wunderbar. Das heißt, das wird alles belagert. Da sind wir gleich durch. Nächste Runde. Gefällt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das läuft. So muss es laufen. Bretonia mit seinen Agenten. Ja, die sollten jetzt mal ein bisschen aufpassen. Ne? Also ich glaube, wenn das so weitergeht, dann ist das jetzt ihr Ende. Kislev ausgelöscht. Hm, das tut weh. Die Orks kommen. Wo sind die? Die sind da irgendwo im Nichts. Naja, gut. Ja, das ist natürlich scheiße, wenn jetzt Kislev weg ist, ne? Gehen wir mal da hoch. Wo war... Kislev war doch hier oben, ne? Ja, das ist natürlich... Das ist safe, das Chaos. So, gucken wir uns das mal an. Oh, fuck. Chaos kriege mit Zweihandwaffen. Oh, Chaos kriege mit Hellebarden. Oh, das tut weh. Das sind so richtig heftige Chaos-Truppen einfach. Oh Gott. Ich hoffe, die können sich da alle halbwegs verteidigen dagegen. Das ist ja fürchterlich. So. So, dann holen wir uns das hier noch. Alles, was hier nichts kostet, beziehungsweise was hier keinen Bernstein kostet, nehmen wir mit. None shall live. So, na gut. Das sieht doch jetzt schon eindeutig aus. Oh, Luan Leoncoeur. Ich würde sagen, das schlagen wir selber. Wir sehen uns gleich wieder.